Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Spiel mit dem süßesten Protagonisten. Nein, du Charmeur, ich rede nicht von mir. Ich meine die Katze. Ihr wisst schon... Okay, wenn du drauf bestehst, ich rede von mir. Leute, wir sind wieder zurück bei Stray. Und in der letzten Folge haben wir es geschafft, den Peilsender zu reparieren und diesem kleinen Flitzer hier endlich Klamotten zu besorgen. Und jetzt, wo wir endlich den reparierten Peilsender haben, gehen wir zurück zu Seamus. Denn mit dem Peilsender können wir seinen Vater finden, Doc. Und den brauchen wir, um die Waffe zu bekommen, um durch die Kanalisation die Außenweltler zu finden. Eigentlich gar nicht so kompliziert. Und ich glaube, wir sind schon da. Hallo Seamus, wie geht's dir? Hast du es geschafft, den Peilsender zu reparieren? Natürlich habe ich es geschafft. Ich bin ein Genie. Reparierter Peilsender. Du hast es geschafft. Du hast ihn repariert. Gut gemacht. Gib ihn her. Okay, entspann dich. Wir kriegen einen kleinen Cinematic. Das ist der Peilsender. Der Peilsender war eigentlich dafür da, um Seamus zu finden von Doc. Aber wir haben ihn jetzt umgepolt, dass wir eventuell Doc damit finden. Wir haben einen Ping. Ist Papa wirklich am Leben? Ich kann es nicht glauben. Alter, ich brauche auch so einen Peilsender für meinen Papa. Lass uns dem Peilsender folgen. Vielleicht finden wir heraus, wo mein Papa hin ist. Mein Papa ist wahrscheinlich am Kiosk irgendwo Zigaretten holen. Er wollte nicht gefunden werden. Akzeptiere es, Seamus. Ich weiß nicht, wieso du versuchst, ihm noch hinterher zu jagen. Und wieso trittst du dieser Kanne aus deiner Wohnung raus? Das ist lecker Thunfisch. Bitte entspann dich. Ich folge dir. Ich hoffe, ich bin nicht zu weit entfernt. Kann ich dir eigentlich einen Gehfehler geben? Leider nicht. Ja, lauf einfach durch die Farbe durch. Cosma, Seamus meint es nicht so. Er ist von Grund auf einfach ein Arsch. Und Leute, während wir Seamus hier folgen, lasst ein Like da. Bisher ist das Spiel der Wahnsinn. Ich glaube, mit den beiden habe ich noch gar nicht geredet. Aber wir werden später noch auf die treffen. Ich möchte Seamus jetzt nicht verlieren. Obwohl er echt langsam ist. Soll ich jetzt mit dir reden, oder? Da muss es sein! Er hat die Slums wirklich verlassen. Das ist der Ausgang zu den Slums. Ein Tor mit so einem Drehding drauf. Es ist gefährlich da draußen, aber ich muss mir sicher sein. Ich muss es wissen. Auf geht's. Okay, Seamus. Wo auch immer du hin willst, ich folge dir. Ich habe ja keine andere Wahl. Öffne es. Okay, ich bin gespannt, was mich hier da erwartet. Seamus, lass mich auch gucken. Oh mein Gott. Das sieht viel besser aus. Wieso... Oh nein, hier sind überall diese Viecher. Das könnte eine ätzende Folge werden. Hier sind überall Zurks. Und Seamus lässt mich alleine hier durchgehen. Wo ist jetzt Seamus? Wieso springe ich so weit vor ihn? Ach ja, stimmt, weil die Zurks nur Metall fressen. Oh Gott, ich fühle mich hier nicht sicher, Seamus. Am besten du läufst vor. Du hast wenigstens einen Helm auf. Oder eine coole Mütze. Ich kann es gerade nicht identifizieren. Wieso schleichst du so? Sieh dir all diese Zurkseier an. Sie werden uns auffressen. Ich schaff das nicht. Ich bin nicht so schnell wie du. Die Zugs werden mich ganz sicher erwischen. Hier, nimm dieses Abzeichen. Mein Papa wird es erkennen. Er wird wissen, dass du ein Freund bist. Außenweltler-Abzeichen. Neuer Gegenstand darum. Ich werde dir die Tür öffnen. Danke dir, Seamus. Du bist einfach nutzlos. Wie ich es in der letzten Folge schon gesagt habe, diesmal lässt du mich auch wieder einfach alleine. Ich bin eine kleine süße Katze. Aber ich habe wenigstens eine Taschenlampe. Okay, und die müssen wir auf jeden Fall benutzen hier. Weil ich denke, es wird ziemlich, ziemlich dunkel. Oh Mann, ich erinnere mich hier dran. Hier bei dieser Wand bin ich doch runtergefallen. Jedenfalls an irgendeiner Wand, die so aussah. Und es sieht so aus, als müssten wir da oben irgendwie langklettern. Und hier sind ganz viele Zeichen, dass ich hier nicht reingehen sollte. Sackgasse. Ein neues Kapitel. Oh Gott, nein! Ich denke, ich komme nicht mehr zurück, oder? Das wird schwer. Ich habe ein Problem. Halt! Werd den Zugs los! Und ich muss sprinten. Ich habe sonst keine Chance. Ich laufe da jetzt einfach durch auf Kamikaze. Jump rüber. Perfekt. Ich denke, ich kann die alle abschütteln, ohne dass es ein Problem wird, aber es sind schon extrem viele. Und die jumpen und jumpen. Wenn einer mich erwischt, werde ich langsamer. Und das ist das Problem. Dann kommen noch 5 weitere drauf. Bisher sind wir noch nicht ein einziges Mal im Spiel gestorben und ich würde das gerne so beibehalten. Space, hier hochjumpen wir. Seamus, ich hasse dich, Mann. Ich hasse dich. Oh, ich glaube, wir sind viele Zugs losgeworden. Das ist schon mal richtig gut. Aber wie können die mich so weit riechen? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Oh nein, ich glaube, ich musste unten lang. Ist das doof von mir gewesen? Obwohl, ich habe die voll geflaxt. Let's go. Jump. Jump. Und ich denke, hier oben müssten wir sicher sein. Ihr Pfeifen. Na, 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 na. Als ob ihr hier hochkommt. Oh, vielleicht wollt ihr gar nicht hier hoch, weil das sieht ziemlich ätzend aus.
Wenn ich runterfalle, bin ich wahrscheinlich tot. Das ist tricky. Jump hier runter. Alles cool soweit. Denke ich mal. Wir müssen auf das Rohr und dann müssen wir das hier wieder in eine andere Richtung schwingen lassen, ne? Das ist eine geniale Mechanik übrigens. Aber ich glaube, das hat nicht gereicht. Ich habe ein Problem. Obwohl, nein, habe ich nicht. Alles ist cool. Wir springen nochmal hier drauf und schwingen es weiter in die Richtung. Oh mein Gott, ich bin genial. Gut, dass Simus nicht mitgekommen wäre. Er hätte mich nur aufgehalten. Ich hoffe, diese Fässer können sich nicht drehen, weil das sieht gefährlich aus. Und ich denke, wir sind hier schon über diesen Pudding rübergekommen. Sehr nice. Da hinten warten wir... Oh, sowas gibt es da. Oh mein Gott, wie nice ist das denn? Ich mach die Zirks einfach... Ah! Oh, meine arme Katze. Bitte sag mir ja oder so. Okay, wir stehen wieder auf. Alles okay? Das war ein echt heftiger Sturz. Doc sollte in der Nähe sein. Weit ist es nicht mehr. Also Doc war die ganze Zeit so nah an der Base dran. Ich meine, wir sind kaum 200 Meter weit gelaufen. Simus, hörst du mir zu? Dein Vater war die ganze Zeit nur 200 Meter von dir entfernt. Oh, meine Katze ist verletzt. Die Arme. Und jetzt leckt sie sich den Fuß. Und jetzt ist sie wieder heile. Okay, so funktioniert das also. Ich wünschte, ich wäre eine Katze. Jump hier hoch. Komm. Schade, dass ich den Peilsender nicht sehen kann. Weil ich weiß nicht, wie weit es noch ist. Ich kann halt nur auf den Roboter hören. Aber wenn der Roboter meinte, es soll nicht mehr weit sein, dann ist es nicht mehr weit. Ich gucke mal, ob hier vielleicht noch ein Erinnerungsspeicher oder so rumhängt. Aber dem scheint nicht so zu sein. Okay, dann laufen wir weiter. Alles cool soweit. Wir sind schon gut nach oben gekommen, habe ich das Gefühl. Oh mein Gott. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich weiß es nicht. Könnte Doc hier irgendwo sein? Hier ist ein Basketball. Gab es sowas schon mal? Ich bin mir nicht sicher. Das sieht alles irgendwie viel menschlicher aus. Hier sind auch Fahrräder. Das ist weird. Gegenstand verwenden. Oh, ich habe den Gegenstand noch nicht. Wir brauchen eine Batterie oder so. Es ist ein Stromgenerator. Aber es scheint irgendwie ein anderes Teil zu benötigen, um zu funktionieren. Mann, du bist ein Roboter. Du musst doch erkennen, dass das Ding eine Batterie braucht. So blöd kannst du nicht sein. Alter, die Welt sieht hier wahnsinnig gut aus. Ich habe ein bisschen Angst vor Zurks, weil das hier sieht ziemlich zurksbefallen aus. Wir springen hier rüber. Die Frage ist, ist das Teil auf der Seite und wir brauchen es, um hier durchzukommen? Oder ist es hier und wir müssen hier einfach durchlaufen? Fragen über Fragen. Aber ich fühle mich hier ehrlich gesagt nicht sicher. Aber es scheint so, als würden wir hier clean durchkommen. Und hier ist irgendwie ein Kabel. Oh Gott. Zurks? Die sind gefangen. Oh mein Gott, das heißt Doc war hier. Wer würde sonst Zurks fangen? Und wer wirft Messer... Schraubenzieher und Dartpfeile auf dem Bild von Zurks. Das kann nur Doc sein. Doc, bist du hier unten vielleicht? Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben Doc gefunden. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Oh, oh. Du siehst aus wie Albert Einstein. Wow. Warte, du bist kein Zurk. Wer bist du denn? Das ist mein Abzeichen, das du da trägst. Wie hast du es gefunden? Hat mein Sohn dich geschickt? Oh, Simus, du schlauer Junge. Nein, er ist voll der Idiot. Ich bin schon seit Ewigkeiten allein hier. Ich bin hierher gekommen, um meinen Defluxor zu testen, aber es ist nicht so gelaufen wie geplant. Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause gehen. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Reden wir über denselben Simus? Weil der war voll die Pfeife. Du kannst dich gerne im Haus umsehen, wenn du willst, aber ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen sollen. Fragst du dich gar nicht, wie ich hierher gekommen bin? Weil so kommen wir wahrscheinlich auch hier raus. Okay, ich suche jetzt nach einem Batteriedingelingi. Damit ich es da hinten reintun kann. Merken. Was haben wir hier? Eine kleine Rüstung? Ein Schild und ein Helm und ein Topf drauf? Ich habe Menschen gesehen, die solche Kostüme tragen. Sie waren klein und rannten umher und machten jede Menge Lärm. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Es waren Kinder. Durch sie waren die Straßen so viel lebendiger. Trotz aller Schwierigkeiten, die sie ihnen bereiteten, schienen die Erwachsenen sie sehr zu lieben. Doc sagte, er vermisst Simus. Ist das dasselbe? Oh ja, ich schätze mal, das ist dasselbe. Das ist menschliche Liebe, verdammt. Zwischen Robotern. Krank. Oh, ist das hier vielleicht das Batteriedinge links? Komme ich da hoch? Komm, jump. Und auf den Tisch. Q, was haben wir denn hier? Ist das die Waffe? Das ist der Diffuser, das ist die Waffe. Hey, sei vorsichtig mit dem Defluxor. Bei voller Ladung kann er Zurks wie Konfetti in die Luft jagen. Dieses Prachtstück braucht 1,21 Gigawatt, um zu funktionieren. Und das Einzige, was hier so viel Saft hat, ist der Generator draußen vor dem Haus. Das Problem ist,
dass er nicht anspringt. Ich glaube, eine Sicherung ist durchgebrannt. Ey, zieh mal mit dem Ding nicht direkt auf mich. Und bei all den Zirks hier ist es gefährlich, für mich rauszugehen und ihn zu reparieren. Ich bin nicht schnell genug, aber vielleicht bist du es hier. Du bist genau wie dein Sohn. Wenn du den Generator erreichst und die Sicherung auswechselst, sollte ich den Defluxer wieder aufladen können. Komm schon, folg mir. Ich zeige dir, was du tun musst. Okay. Zeig mir, was du tust, was ich tun muss. Verdammt, was ich wieder tun muss. Ich habe keinen Bock, Sachen zu tun. Ja, kann das nicht mal irgendjemand anderes für mich übernehmen? Wieso muss diese süße kleine Katze ja alles tun? Nur weil ich irgendwo runtergefallen bin. Ich wäre viel lieber bei meinen drei Katzenkollegen, die normal nach vorne weitergesprungen sind. Oh, ihr kleinen Zurks. Edgy Badge. Hier, nimm diese Sicherung. Sie ist brandneu. Ach, sag doch gleich, dass du eine Sicherung hast. Das Einschalten des Generators wird laut sein, also rechne mit einigen Zirks. Sobald du den Generator repariert hast, sollte ich den Defluxer aufladen und den Gang bringen können. Du musst nur diesem Kabel folgen, die Sicherung austauschen und mich dann wieder treffen. Viel Glück! Ich muss dir gar keinem Kabel folgen, weil ich weiß, wo der verdammte Sicherungskasten ist. Ich bin doch kein Idiot, obwohl ich folge dem Kabel. Das Kabel sieht ziemlich schön aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwelche Zirks sind. Okay, ich beeil mich. Okay, Sicherung. Austauschen. Gegenstand einsetzen. Und jetzt laufen, laufen, laufen. Ich kann nicht laufen. Oh, der Defluxor! Er funktioniert! Ja, er funktioniert, Doc. Vielleicht schießt du die Dinger. Oh mein Gott, nein, ich habe ein Problem. Ey, Doc, ich habe nur Angst, dass du auf mich schießt. Das Ziel vom Defluxor waren noch 20 Zirks pro Sekunde zu töten. Oh mein Gott, ich habe Angst vor dir, Doc. Entspann dich mal. Komm schon durch. Ah, er zieht auf mich. Er zieht auf mich. Das ist Lehrer. Oh nein, ich habe ein Problem. Ich kann nicht einfach so durchlaufen, oder? Ganz schön schmerzhaft. Ich war kurz vorm Tod. Ich habe sogar eine Errungenschaft freigeschaltet. Aber es war gar nicht so schwer. Oh ja, du hast es geschafft, Katze. Ja, du bist die Beste. Uff. Ja, 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 ja! Erstaunlich, du hast den Generator wieder zum Laufen gebracht. Ja, 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 ja! Hast du gesehen, wie stark dein Defluxor ist? Das ist definitiv unser Weg hier raus. Ja, 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 ja! Warte einen Moment, vielleicht kann ich den... Ey, kannst du aufhören mit dieser Armbewegung? Sonst muss ich die ganze Zeit ja, 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 ja schreien. Vielleicht kann ich den Defluxor an deiner Drohne befestigen. Oh, warte mal, wir kriegen die Waffe? Ja, 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 ja! Die nehme ich gerne an. Ja, 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 ja! Okay. Er baut sie an meiner Drohne an B12 dran. Jetzt habe ich eine Taschenlampe, ein Inventar und einen Defluxor. Die Waffe, an der du all die Jahre gearbeitet hast, gibst du einfach irgendeiner wildfremden Katze. Es hat geklappt. Der Defluxor ist jetzt richtig an deiner schicken Drohne installiert. Er ist nicht dafür ausgelegt, mit einer kleinen Stromquelle zu laufen. Wenn du ihn zu oft benutzt, könnte er kaputt gehen. Denk dran, es ist gefährlich. Jetzt lass uns zurück ins Dorf gehen. Ich komme nach Hause, mein Sohn. Oh Gott. Ich hasse es, Vater und Sohn zusammenzubringen. Das macht mich immer so eifersüchtig. Und wie benutze ich den Defluxor? Gibt es da irgendwie ein Tutorial? Muss ich 3 drücken, 2 oder irgendwas? Mit 2 mache ich die Taschenlampe, mit 1... Wir müssen... Ach so, gibt uns die Drohne einen Tipp. Wir brauchen keinen Tipp, wir folgen Doc doch gerade. Ja, öffne die Tür. Wir bringen dich zurück. Du musst nicht so schleichen. Oh, wir haben ein Problem. Hier sind echt viele Zirks. Schaff all die Zirks aus dem Weg, damit wir hier durchkommen. Dann hättest du die Waffe auch gleich behalten können. Halte Linksklick, um den Flug. Sehr schöne Waffe. Wow, der funktioniert ja super. Aber ich vermute, er kann überhitzen. Lass ihn ein bisschen abkühlen, wenn das passiert. Ich hoffe, er hält durch, bis wir das Dorf erreichen. Aber weißt du was, Doc? Ich kann eigentlich einfach durchlaufen und dich sterben lassen. Ich habe die Waffe jetzt. Ich brauche dich nicht mehr. Und Simus ist ein Idiot. Der hat gar keinen Vater verdient. Ich sag's ehrlich, wie es ist. Ich spreche nur aus, was wir uns alle hier denken. Okay, Doc, schleich mal ein bisschen mehr. Wo laufen wir überhaupt gerade lang? Ist das ein anderer Weg? Die Route kenne ich gar nicht. Dieser Schalter funktioniert nicht. Sieht so aus, als ob der Strom abgeschaltet wurde. Natürlich muss ich wieder was tun, oder? Okay, dann gucken wir mal, wo das Kabel lang geht. Das geht hier lang. Und ich muss da oben irgendwie rein. Mist. Das wollte ich nicht. Das wollte ich echt nicht. Okay. Das sollte nicht allzu schwer sein. Das sollten wir hinbekommen. Die Rätsel sind bisher ja noch relativ easy. So. Und logisch zu lösen. Oh. Doc, kannst du mir kurz ein bisschen helfen? Nur ein kleines bisschen. Ach, ich habe das Ding komplett in die falsche Richtung geschoben. Ich dachte, wir kommen auch klar, wenn wir es nach oben schieben. Aber dann schieben wir es besser hier hin. Dann ist es wenigstens aus dem Weg. Und jetzt können wir hier rein... Oh, hallo, hier reingehen. Und das direkt unter diese Abzughaube führen. Und dann jumpen wir einfach hoch. Kann ich sprinten hier drin oder... Oh, ich bin einfach langsam. So, sind wir... Oh, Entschuldigung. Komme ich jetzt hier hoch? Perfekt.
Und jetzt müssen wir den Strom anschalten. Wir haben den Defluxor, weil ich glaube, hier werden Zurks auf mich zukommen. Oh, hier ist der Strom. Space! Wer hat den Schalter denn ausgestellt? Ich weiß es nicht. Aber doch kann jetzt die Tür hier hinten auch... Oh, Entschuldigung, Zurks. Entspannt euch. So. Ich muss die alle töten. Entschuldigung. Boom. Boom, tot, tut mir leid. Damit Doc durchkommt, weil sonst hat er keine Chance. Kann ich jetzt hier noch irgendwas tun? Ja, perfekt, Doc. Oh mein, natürlich, ihr seid doch alle Idioten. So, kein Problem, ich helfe euch immer wieder gerne. Und das Tor geht wieder runter. Okay, beeil dich ein bisschen, Doc. Beeil dich, beeil dich. Ich will hier nicht drauf gehen. Der Defluxor ist am Überhitzen. Boom, geschafft. Doc, du musst keine Angst. Oh, doch, doch, doch. Waren das alle? Ich glaube, ja. Oh, das war knapp. Lass uns zurück nach Hause gehen. Okay, gehen wir zurück nach Hause, Doc. Also zu dir nach Hause. Ich möchte in meine Außenwelt zurück. Bitte. Schleichen. Die Autos, können wir die nicht benutzen? Wir können auch von dieser Technologie lernen. Wir haben gar keine Autos unten. Okay, die Gassen sind auch ziemlich eng. Es würde nicht helfen, aber hey, das wäre ein Flex. Komm, Zugs. Nee, alles cool. Ich bin eine Wachkatze. Wie ein Wachhund, nur als Katze. Ich gehe besser vor, okay? Weil ich denke mal, du bist eine Pfeife wie dein Sohn. Oh, wir sind schon da? Seamus! Oh, das Wiedersehen! Seamus, du nutzloser Sohn! Doc, du nutzloser Vater! Oh mein Gott. Sie umarmen sich! Ist das nicht süß? Oh, ein Herz. Kein Problem, ich bin wahrscheinlich die Retterkatze. Ich bin die beste Katze. Und jetzt versammeln sich die Leute um uns herum. Und ich werde sogar gestreichelt von der... Ey, du Roboter, fass mich nicht an. Ekelhaft. Es tut doch weh. Danke, dass du Doc gerettet hast, kleiner Freund. Es ist schön zu sehen, dass Seamus nicht mehr allein ist. Jetzt wissen wir, dass wir uns gegen die Zugs wehren können. Momo hat in der Nähe der Kanalisation auf dich gewartet. Oh Gott, wir können jetzt bald in die Kanalisation? Doc und Seamus sehen glücklich. Doc und Seamus sehen glücklich aus. Ich glaube, wir haben zusammen etwas Gutes getan. Das haben wir auf jeden Fall. Aber ich werde trotzdem jetzt nicht mit denen reden, sondern Richtung Kanalisation gehen. Da, wo Momo auf mich wartet. Und das ist hier. Oh Gott, da freue ich mich drauf. Momo wartet auf dein Boot auf dich. Du kannst dich ihm anschließen. Aber hast du hier alles erledigt, was du wolltest? Dann werde ich die Tür hinter dir schließen. Ich will nicht, dass die Zurks hier reinkommen. Okay, das heißt, wenn wir hier wirklich zu Momo aufschließen und losfahren, schließt er die Tür hinter mir und wir können nichts mehr machen. Ich... Mist! Ich dachte, wir müssen dafür erstmal mit Momo reden. Okay, das ist doof und nicht so gelaufen wie geplant. Aber ich freue mich drauf. Wir erreichen ein neues Chapter. Und ich bin sehr gespannt drauf. Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich für meinen Teil beende jetzt hier erstmal die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt Hashtag Katze in die Kommentare, wenn ihr die Folge bis zum Ende angeschaut habt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Das ist ein Hammerspiel. Bis dahin. Bye, bye.